Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder viele kleine einzelne Telefonschnipsel, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem ziemlich aufschlussreich sind, was wir da für Menschen am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen einzelnen kleinen Telefonschnipseln. Ja, guten Tag, wie kann ich behilflich sein? Guten Tag, spreche mit Herrn Lucianus. Ja, Knusprig, Knusprig wäre der Name richtig ausgesprochen. Ja, das ist sehr lang, deswegen habe ich nicht gesprochen. Aha. Wie geht es Ihnen? Mein Name ist Mario Davini. Ja. Ich freue mich. Ich mich nicht. Das geht in Online-Investitionen. Ja. Ich melde mich von InvestFD, das geht in... Sie haben Interesse gezeigt in Trading Online, deswegen habe ich Ihnen angerufen. Das heißt nicht, dass Sie heute Interesse gezeigt haben, Sie haben Interesse in Vergangenheit gezeigt. Aha. Ja. Sehr interessant. Haben Sie Erfahrung über Trading Online, wenn ich da frage, Herr Lucianus? Wie bitte? Ich sagte ja. Ach so, haben Sie gute Erfahrung oder schlechte Erfahrung? Ja. Gute oder schlechte? Neutrale. Neutrale. Okay. Werde ich ein bisschen über unsere Firma reden? Aha. Dass die Möglichkeiten, was wir in diesem Monat anbieten? Aha. Okay. Haben Sie einen PC zu Hause? Nee. Nee? Einen Laptop oder ein Tablet oder... Nee, sowas besitze ich. Wo Sie Google schauen? Nee, habe ich nicht. Haben Sie nicht. In welche Jahre wohnen Sie denn? Was? In welche Jahre wohnen Sie? Das ist gar keine elektronische... Ja, das strahlt doch alles. Da verseucht man sich doch nur. Das hat alles Elektroschmock. Habe ich rausgeschmissen. Ja. Wie haben Sie Trading gemacht, wenn ich mal fragen darf? Ja, wer ist denn da jetzt dran? Ja, ich bin der Matthias Novak. Bin der Manager von der Abteilung. Sie sind gerade weiter bei mir geleitet. Wie haben Sie Trading gemacht? Mit was? Na, gar nicht. Sie haben kein Trading gemacht, aber Sie haben gerade bei meinem Mitarbeiter gesagt, dass Sie gemacht haben. Ja, weil so viel der hat auch nur nach Erfahrung gefragt und die habe ich ja trotzdem. An was haben Sie Erfahrung? Was? An was? Ja, habe ich Ihrem Kollegen doch gesagt. Ja, an was? Sagen Sie mir. Ja, hier rufen doch jeden Tag so viele Betrüger an. Da hat man Sie schon seine Betrüger? Erfahrungen. Wir sind Betrüger. Sind Sie denn Betrüger? Schau ich gerade auf dem System, dass Sie Geld verloren haben, aber mein lieber Kunde, ich schwöre es dir, wenn Sie so mit mir reden, werden Sie gar keinen Cent bekommen. Wie rede ich denn mit Ihnen? Ja. Wie können Sie mich als Betrüger nennen? Habe ich doch gar nicht. Ich habe doch nur gesagt, Sie rufen so viele Betrüger an. Gehen Sie vorne von einem PC, werde ich den Firma vorstellen. Habe ich doch rausgeschmissen, habe ich nicht mehr. Ich schwöre Sie, wenn das ein Betrüger ist, dann gehen Sie bei Polizei, machen Sie, was Sie wollen. Und was sollen die machen mit einer gespooften Nummer, die man nicht erreichen kann und eine Webseite, mal, die bis dahin offline ist? Okay, Sie reden zu viel, ganz ehrlich. Wollen Sie mit mir weiterreden? Ja, nein. Na, wir können noch ein bisschen reden, ja. Noch ein bisschen reden. Gehen Sie dann vorne von einem Gerät, bitte. PC, Laptop oder... Habe ich nicht. Haben Sie eine Motorola? Was? Ein Handy, kein Internet. Oder? Ein Motorola? Nee, ich habe kein Motorola, ich habe ein Auto. Welches Handy benutzen Sie? Welches Handy? Ja. Da habe ich ein Nokia 3310. Nokia, oh mein Gott. Ja. Okay, mein lieber Kunde, okay, weil du kleiner. Ciao, ciao. Ja, winke, winke, Schnecke. Schnecke, fick deine Arm. Ja, Schneckchen. Ja, ja. Am Ende doch meistens immer wieder das Gleiche, wenn man die netten Betrüger dran hat an der Leitung. Tja, mit Beleidigungen können die auf jeden Fall richtig gut umgehen. Keine Ahnung, ob das bei denen tatsächlich schon in der Grundschulung vom Callcenter stattfindet, dass die irgendwie eine Beleidigungsschulung bekommen. Irgendwie wirkt es jedes Mal so. Tja, und letztendlich ist es ja auch tatsächlich so. Ich habe ihn ja nicht Betrüger genannt, sondern ich habe einfach nur lediglich gesagt, dass hier so viele Betrüger anrufen. Hat er sich ja gleich angesprochen gefühlt. Woran das wohl liegen könnte, ist ja interessant. Und vor allem finde ich ja sehr interessant, dass er da auf einmal in seinem System ganz plötzlich sieht, dass ich angeblich schon mal Geld verloren habe. Tja, das ist aber faktisch nicht der Fall. Guten Tag.
Wunderschönen guten Tag, hallo. Hallo. Ja, was denn? Spreche ich mit Herrn Wurzwasser, ja? Forstwasser, ja. Sehr schön. Anne Fischer ist am Apparat. Ich melde mich für Ihre Anmeldung. Mhm. Was genau, ist für eine Anmeldung? Sie wollten am Finanzmarkt Geld verdienen, ja? Also Sie wollten mit Bitcoin handeln. Ja, aber da haben wir doch schon mal telefoniert. Ich melde mich zum ersten Mal. Nee. Wie nee? Sie melden sich nicht zum ersten Mal. Also möchten Sie Geld verdienen? Aber Sie haben doch schon mal angerufen. Mein Gott, ich melde mich zum ersten Mal. Nee. Ich weiß, dass ich mit wem habe. Also möchten Sie jetzt Geld verdienen oder nicht? Aber ich weiß doch, dass Sie schon mal angerufen haben. Na, die nette Lady hat's ja auf jeden Fall ziemlich schnell wieder aufgegeben. Finde ich immer wieder interessant, wenn die Betrüger ganz, ganz schnell sich aus dem Staub machen, sobald sie merken, dass sie da nichts verdienen können. Vor allem wieder ohne Verabschiedung. Ich dachte, wir werden hier von einem seriösen Unternehmen angerufen. Tja, es kann wohl irgendwie nicht der Fall sein, denn sonst hätte sie ja auch vernünftig mit uns gesprochen. Nur das, tja, da legt halt keiner Wert drauf in solchen Callcentern. Da geht's ja eigentlich nur darum, dass ihr möglichst schnell euer Geld überweist und nicht um irgendwelche Höflichkeitsformen, wie es sonst üblich ist bei Firmen. Tja, haben also wohl wieder enttarnt. Gut, dass wir hier kein Geld eingezahlt haben. Guten Tag. Guten Tag, ich bin Zoe Meyer. Spreche ich mit Herrn Schornsteinfänger? Was, Frau Meyer? Ja, ich bin Zoe Meyer. Mhm. Ich kontaktiere wegen Ihrer Anmeldung, ja? Was denn für eine Anmeldung? Für Online-Handel. Ich bin keine Ahnung, wovon Sie reden. Wissen Sie, was das Online-Handel, Online-Trading? Nö. Okay, und wo haben Sie angemeldet? Gar nicht, was denn für eine Anmeldung? Wir haben jetzt Ihre E-Mail, sean.steinfänger@mdcfone.de, korrekt? Nee. Aha. Ja, und das reicht dann schon bei den komischen Callcentern aus, um einfach direkt fast wortlos aufzulegen. Einfach nur mit den Worten, aha. Also ich habe eigentlich nur gesagt, dass ich das nicht sein kann und die E-Mail-Adresse auch nicht zu mir gehört. Und dann legt die nette Mitarbeiterin einfach auf. Also zum netten Ton gehört das irgendwie eigentlich nicht. Denn wenn sie jetzt von einem seriösen Unternehmen angerufen hätte, dann hätte sie vielleicht Interesse daran gehabt, das ganze Thema irgendwie aufzuklären, wenn hier ein Kunde zu Unrecht angemeldet worden ist. Oder, tja, man das jetzt irgendwie nicht klären kann, dann versucht man das ja zu klären, warum der Kunde da in der Datenbank drin steht und da eigentlich nicht reingehört und die E-Mail-Adresse eben auch noch falsch ist. Also kann es ja nicht der Kunde sein, den ich eigentlich sprechen wollte. Aber dann verabschiede ich mich doch und entschuldige mich für die Störung. Tja, aber wie schon gesagt, es geht ja hier nicht darum, irgendwelche Nettigkeiten zu pflegen. Es geht einfach nur darum, Geld einzusammeln und dumme Leute zu finden, die da ganz schnell ihr Geld überweisen und bloß keine Fragen stellen. Passt da irgendwas im Skript nicht, wird einfach direkt wieder aufgelegt. Ja, bitteschön. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo. Sprich mit hier Rainer Wein. Rainer Wein. Da haben Sie sich aber einen alten Datensatz rausgesucht. Wie bitte? Ja. Hab's nicht verstanden. Ja. Was ja? Na, worum geht's denn? Ich rufe Sie an, weil ich gesehen habe, dass Sie bei uns gekriegt haben. Für die automatische Software für das Bitcoin-System. Aha. Aha. So, haben Sie Interesse? Warum rufen Sie mich denn da an? Ihre Account zu aktivieren. Wenn Sie es wollen. Wenn nicht, was denn für ein Account? Ich habe einen Account in unserer Plattform, Swiss Pro. Ihre E-Mail ist, eine Sekunde, 03941559284 Gmail, nee, warte mal, gms.net. Aha. Wo haben Sie denn die Daten her? Ihr habt einen Account mit uns. Aha, und seit wann? Wie bitte? Seit wann denn? Seit wann? Sekunde. Vor einem Monat, 14. September. 3 Uhr, 21 Minuten und 59 Sekunden. 3 Uhr, 21, na bestimmt nicht. 21 Minuten. Ja, bestimmt nicht. Ja, das stimmt doch. Nee. Ich kann es doch sehen vor mir. Ja, hat da irgendeiner reingeklimpert, aber ist ja, entspricht ja nicht den Tatsachen. Ja, aber da, die Information steht vor mir. Ja. Ist ja schön, dass die Information da drin steht. Aber ist ja deswegen trotzdem nicht echt. Ja, okay.
jemand kann ihr E-Mail haben, ich weiß nicht. Ich muss anrufen. Ja? Ja. Also müssen Sie die Leute betrügen? Ist beruflich bedingt, oder wie? So, ich betrüge sie nicht. Sie nee? Hat einen Account und ich muss anrufen, was? Ach so, ich dachte, sie sind einer von den Kriminellen. Kriminellen? Ja, könnte ja sein. Ach so, ihr könnt auch unsere Seite angucken. Wir sind nicht kriminell. Nee. Wir sind offizielle Partnerin mit Visa und Mastercard, ja? Wir können ja unsere Seite schicken, kein Problem. Also Sie müssen schon ein bisschen deutlicher reden, weil man versteht das kaum, was Sie so sagen. Wie bitte? Ich sage, Sie müssen ein bisschen deutlicher sprechen. Ich verstehe es auch nicht. Ja. Ja. Ist ja witzig. Ja. Auch. Ja. Und du? Ich habe auch. Was Schönes? Wie bitte? Was machen wir nur Schönes? Hm? Ja. Arbeiten. Ach so. Ach so, ja. Arbeiten ja. Nennt man das? Wie bitte? Arbeiten nennt man das, ja. Ja. Okay. Sehr interessant. Ich muss fragen. Ja, sehr interessant. Ja. Was machen wir da nun? Wie bitte? Was machen wir da dann nun? Hab's nicht verstanden. Ja, merke ich schon. Sprechen, bitte? Müssen wir ein bisschen mehr Deutsch lernen. Wie bitte? Sonst funktioniert es mit dem Betrug nicht. Kannst nicht hören. Hallo? Ja. Lauter sprechen. Nee, warum? Ha? Ja. Naja, so macht man das dann. Einfach so tun, als würde man den Kunden nicht verstehen und dann schnell auflegen. Tja, schon interessant. Gemeldet hätte er sich nicht nochmal. Also, wenn es jetzt hier ein Kommunikationsproblem gegeben hätte, dann hätte er sich ja nochmal bei uns melden können. Hat er aber nicht. Er hat einfach nur aufgelegt und das Gespräch hier an dieser Stelle abgewürgt. Schon irgendwie wahnsinnig interessant. Außerdem, im Nuscheln hat er hier definitiv eine 1 verdient. Verstanden hat man den hier tatsächlich kaum. Noch eine kleine Information in eigener Sache, bevor wir weitermachen. Ihr habt unter dem Video die Möglichkeit, den Kanal Callcenter Abzocke und mit dem Button Mitglied werden finanziell zu unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag könnt ihr dafür Sorge tragen, dass der Kanal auch in Zukunft immer weiter wächst und die Qualität vom Kanal immer weiter verbessert werden kann. Jupp. Schönen guten Tag. Ja, was denn? Ja, mein Name ist Claudio und ich melde mich vom Trader aktiv. Aha. Weil Sie eine Anmeldung gemacht haben, deswegen habe ich Sie angerufen, um ein paar Informationen mitzuteilen. Ach so. Weil heute es gab noch eine Besprechung mit Chef und der hat gemeint, dass die zum Beispiel eine von den Themen, was er genommen hat, waren die Bitcoin. Und der Bitcoin sollte steigen. Bis zum 30.000 Euro Ende des Monats. Jetzt ist und woher wissen Sie das? Die Experte, was mit der Arbeit. Und woher weiß der Experte das? Kann man ja nicht vorauswissen, ob der Kurs steigt oder fällt. Er schaut die ganzen Linien zum Beispiel, wie letzte Monate waren und wie momentan die ganze Situation, ökonomische Situation. Und dann kann man hell sehen, was in der Zukunft passiert. Nein, das heißt nicht, dass sie hundertprozentig sicher ist, aber der hat gemeint, dass der Bitcoin in Steigerung wird, darum es geht. Aha. Aber es gibt zum Beispiel Öl, es gibt noch Gold, es gibt noch Wertpapier, es gibt noch alles mögliche in Forex, die wissen schon. Das ist das. Immer, jedes Jahr ist das Problem passiert, immer letzte 3 Monate, die ganze Aktien werden nur Steigerung haben und dann kann man wieder erwarten, dass sie nach unten fallen. Aber jetzt, wie Sie wissen, es gibt 2 Möglichkeiten. Wie kann man wetten, auch wenn zum Beispiel, oder kann man auch oder sagen, wenn der nach unten fährt, aber das müssen Sie mit den Experten sprechen, wenn wir zusammenarbeiten. Und das ist schade, wenn Sie nicht probieren. Aha. Darum es geht, deswegen sage ich Ihnen, weil der Chef hat gesagt, heute können Sie der Kundschaft geben nur 30% dazu, Ihres Kapitales, dass Sie auch sehr zufrieden sind. Aha. Und Sie können das schauen, zum Beispiel, wie bei uns ist, können Sie, wenn Sie 2.000-3.000 Euro verdient haben, können Sie auszahlen lassen. Ach so. Was meinen Sie? Ja, klingt nach Blödsinn. Ich bedanke Ihnen. Schönen Tag noch. Ja, ich bedanke mich auch bei mir. Na, der hat sich ja immerhin noch fürs Gespräch bedankt. Ja, aber es klingt wirklich nach Blödsinn. Also es klingt nicht nur nach Blödsinn, sondern es ist faktisch auch Blödsinn.
Erzählt uns hier die Geschichte vom Bitcoin, dass der Bitcoin auf 30.000 Euro steigt. So, und wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit gucken, das Gespräch liegt ja schon ein paar Tage zurück. Nö, ist nicht gestiegen. Tja, ist sogar noch gesunken. Also hätten wir sogar noch Geld verloren, statt auch überhaupt nur irgendeinen Cent mit Bitcoin zu machen. Toll. Also die wollen einem ja Bitcoin verkaufen und wollen einem dann erzählen, dass so ein Bitcoin auf 30.000 Euro steigt. Und dann kracht der Kurs nach unten. Tja, aber er hat ja selbst gesagt, so ganz sicher sind sie sich da auch nicht. Tja, aber der Chef, der hat ja ein tolles Angebot heute gemacht. Er hat gesagt, heute gibt's 30%. Also, dümmer kann's eigentlich kaum noch laufen. Tja, aber das sind die Anrufe, wenn man sich auf falschen Webseiten eingetragen hat. Ja, aber Webseiten, wo man versprochen bekommt, dass man mit Bitcoin über Nacht reich wird. Und hinterher hört man dann hier solche lustigen Geschichten am Telefon. Und wenn man da nichts einzahlt, eine Weile abwartet und dann tja nochmal die ganze Sache Revue passieren lässt, ja, dann ist der Bitcoin gefallen, das Gespräch war Blödsinn und alles eine erfundene Geschichte. Schon irgendwie nett. Tja, so rückwirkend betrachtet, was halt nur in solchen Videos hier geht, ist das schon ziemlich lustig. Das Schlimme ist, wenn hier Menschen aber ihr Geld investieren, dann ist das eine traurige Angelegenheit. Denn das Geld habt ihr nicht nur durch den Bitcoin dann quasi verloren, sondern eigentlich wird ja auch nicht mal investiert. Bei dem Gestammel kann man sich sicher sein, dass diese Firma garantiert nicht das Geld in den Bitcoin angelegt hätte, sondern einfach nur in den eigenen Porsche. Und hätten sich dann damit ganz schnell aus dem Staub gemacht. Die Kohle, die seht ihr da bei solchen Firmen nie wieder. Hallo? Ja, bitte. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Spreche ich mit Steinfeger. John Steinfeger. Genau, freut mich. So, mein Name ist Richard Hill. Grüßen Sie, wie geht es Ihnen heute? Wie ist einmal alles in Ordnung bei Ihnen? Das freut mich sehr. So, und ich bin ein Account Manager und melde mich gerade vom Finanzmarkt Börse Handel. Ich weiß es nicht, ob wenn Sie Erfahrung haben oder haben Sie etwas gehört? Nee. Achso, Sie haben keine Erfahrung, Sie haben gar nichts gehört. Das ist das erste Mal, wo Sie hören über die Börse Handel, ja, über die Aktien. Okay, super. So, wenn ich fragen darf, haben Sie schon Interesse über das zum Wissen, wie können Sie richtig Handel machen und so weiter? Nee. Aber ich kenne das ja auch nicht. Was ist das? Das ist, wie kann ich Ihnen sagen, ein zweites Arbeitsweg. Wo können Sie arbeiten mit deinem Rechner? Wo können Sie Handel, online Handel? Das bedeutet zum Beispiel mit Forex, mit Crude Oil, mit Rohstoffen, mit Aktien, mit alles, was Sie möchten. Aber ganz wichtig ist, erst einmal das zu lernen, wie das geht, wie das funktioniert. Kann man bei Ihnen noch mit Menschen handeln? Wie mit Menschen? Na, mit Menschen handeln, weil ich hätte da was zu verkaufen. Meine Frau muss weg. Okay, was willst du verkaufen? Meine Frau. Deine Frau. Kann ich das kaufen? Was für ein Preis ist das? 50 Cent. 50 Cent? Wie alt ist sie? Die ist 69. 69? Ja. Okay, kann ich das? Und kann ich das machen, die Einzahlung Cash oder wie? Ja, das ist mir egal. Alles klar, lieber Herr. Ich danke dir. Wünsche dir einen schönen Tag noch. Ja, den wünsche ich mir auch immer. Oje, oje. Tja, also schon alleine, wie das Gespräch hier angefangen hat, konnte man ja schon erahnen, dass das hier kein seriöses Gespräch werden kann. Aber dass der da tatsächlich auch noch auf den Menschenhandel-Quatsch aufspringt und das Ganze auch irgendwie noch lustig findet, ich weiß mal nicht. Also eine seriöse Bank hätte dann hier, glaube ich, an der Stelle abgebrochen und gesagt, also ich glaube, das wird hier nichts Vernünftiges und dann lassen wir das. Aber dann noch mitzuspielen, ich weiß nicht. Also es ist schon erschütternd, was da für Leute anrufen. Aber ich glaube, das ist für die gar nicht mal so abwegig. Zumindest aus welchen Kreisen die da kommen. Die, die bei euch anrufen und euch irgendwelche Finanzprodukte verkaufen wollen und davon nicht mal irgendwie Ahnung haben. Machen wir mal weiter mit dem nächsten netten Gespräch. Guten Tag. Jo, hallo, wunderschönen guten Tag. Spreche ich gerade mit der Herr Robert? Nee, Herr Habeck. Sind Sie der Herr Habeck? Ja. Oh, super. Oh, wie geht es Ihnen? Entzückend. Wie bitte? Entzückend. Sind Sie verrückt? Nee, und Sie? Nee. Aha. Und wie heißen Sie? Ich,
Ich habe Ihnen selber gesagt, ob Sie verrückt sind. Ja, ob Sie behindert, so besser zu sagen. Was möchten Sie denn? Also, Ronin ist mein Name und ich wollte Ihnen so mal ganz kurz informieren, wegen einer Anmeldung, dass Sie bei Bitcoin Prime so gemacht haben. Es ist eine internationale Werbung. Okay? Wann habe ich das denn gemacht? Wie bitte? Wann habe ich das denn gemacht? Das? Ja. Wann? Vor 2 Monaten habe ich das gemacht. Vor 2 Monaten, aha. Genau. Und so wie gesagt, ich möchte Ihnen so nur ganz kurz unser neues Angebot so vorzustellen, was wir jetzt offiziell anbieten. Und so natürlich am Ende der Entscheidung liegt immer auf Ihre Hände, ob Sie mit uns arbeiten möchten oder nicht. Aha. Was bieten Sie denn da Schönes an? Eine neue Frau so zu ficken vielleicht. Also, wenn Sie Lust haben. Ich weiß ja nicht, was bei Ihnen kaputt ist, aber es klingt auf jeden Fall nicht seriös. Geh mal weg, du Hurensohn. Aha. Also ich weiß ja nicht, an welcher Stelle wir jetzt hier genau aufgeflogen sind. Also am Namen kann es jetzt glaube ich nicht gelegen haben, den schnallen die ja in den seltensten Fällen. Aber vielleicht haben die schon vorher gewusst, dass das wieder so ein Fake-Datensatz ist, weil sie gerade wieder 1000 Anmeldungen von mir bekommen haben und das System geflutet war. Irgendwie so muss es ja gewesen sein, denn sonst kann ich mir den Verlauf eines solchen Gesprächs nicht vorstellen. Aber interessant ist, dass sie sich ja damit selbst verraten, dass es ja wirklich Betrüger sind. Denn warum oder aus welchem Grund sollten die sonst bei jemandem anrufen, wo sie wissen, dass der Datensatz nicht, ja, nicht zum Verkauf führen kann? Oder dass ich, ja... Also ihr wisst, was ich meine, ne? Warum rufen die einfach trotzdem an, auch wenn die wissen, dass das Quatsch sein wird? Einfach nur um ein bisschen zu beleidigen. Aha. Also ich glaube, bei eurer normalen Hausbank würde sowas nicht passieren. Was heißt wertloses Opfer? Ja, hallo, wunderschönen guten Morgen. Ich habe Sie ein bisschen abgehakt gehört. Ich bin da richtig bei den Herrn Klaus Schwanz. Danke sehr, Herr Schwanz. Michael Eng am Apparat, Vergleichungsportal 24. Sie haben sich ja bei uns, also bei unserem Partner angemeldet. Thema ist natürlich hier Trading, Onlinehandel. Und wir haben also momentan eine Aktion, wo wir natürlich Analyse-Tool kostenlos natürlich hinzusenden wollten oder natürlich Trading-Videos zu diesem Thema. Und es ist immer noch die klaus.schwanz@mdlc, also ttfun, also .de. Alles klar. Dürfen wir dann die beiden Sachen zusenden wegen des Tradens? Natürlich alles kostenlos und unverbindlich. Mhm. Danke sehr. Also Herr Schwanz, ich bräuchte bloß natürlich Ihre Einwilligungserklärung, dass wir das zusenden dürfen. Das würde ich dann gerne natürlich mit Ihnen zusammen aufnehmen und natürlich alles nochmal bestätigen, was ich gerade eben gesagt habe. Ich starte mal jetzt los. Ich spreche ja mit den Herrn Klaus Schwanz, Herr Klaus Schwanz, Sie haben ja bereits die Telefonaufzeichnung eingewilligt, so richtig. Der Vollständigkeit halber möchte ich nochmal erwähnen, dass Sie bislang keinerlei Verträge abgeschlossen haben und Ihnen auch sonst auch keinerlei Kosten entstehen. Können Sie mir bitte das mit Ja, Jan? Nee. Oder okay sagen? Herr Schwanz? Nee. Okay, danke, wäre auch nett. Möchten Sie die Sachen haben oder nicht, Herr Schwanz, wenn ich fragen darf? Nee. Dann hat sich das dann erübrigt, da muss ich sie ja gar nicht aufnehmen, weil ohne die Aufnahme kann ich Ihnen das auch nicht zusetzen, Herr Schwanz. Aber bedanke mich dann trotzdem für Ihre Zeit, ja, ich wünsche Ihnen mal alles Gute, Herr Schwanz. Alles okay? Ja. Wunderschönen guten Tag, ja. Also das war jetzt hier tatsächlich mal ein Gespräch der Marke total verwirrend. Seit wann holen sich die Betrüger bei uns ein Double Opt-in ein, beziehungsweise eine Werbeerlaubnis am Telefon mit Aufzeichnung, so wäre das tatsächlich auch erlaubt, wenn man dann E-Mails zusenden möchte, dass man dann eine Aufzeichnung zumacht und man dann das Ja auf der Aufzeichnung hat. Also entweder war das jetzt hier ein Gespräch, wo die Aufzeichnung dann später für irgendetwas anderes verwenden wollten, um das Ja denn da reinzuschneiden. Nur, weiß ich nicht, der Trick ist so alt und der kann auch digital eigentlich nachgewiesen werden, dass das eine bearbeitete Datei ist. Ich weiß es nicht. Aber schon irgendwie komisch. Vielleicht war es auch eine legale Firma, die jetzt einen Werbeopt-in einholen wollte für die E-Mail. Aber warum rufen die dann von einer illegalen Quelle aus an? Grundsätzlich war dieses Gespräch jetzt hier tatsächlich erstmal keine unerlaubte Werbung, weil er hat ja nichts verkauft. Er hat jetzt nur angerufen, um zu fragen, ob er mir irgendwas per E-Mail zuschicken darf.
und es ging jetzt hier nicht um einen Verkauf. Den E-Mail oder diese E-Mail wollte er absichern mit einem Double Opt-in. Das wäre jetzt hier in der Tat mal tatsächlich was Legales gewesen. Aber komisch und creepy war es auf jeden Fall, denn meine Datensätze sind definitiv nur in unseriösen Quellen platziert worden und nicht in irgendeiner seriösen Quelle. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt hier ein seriöses Unternehmen gewesen sein kann. Ausschließen kann ich es hier an der Stelle tatsächlich diesmal nicht. Naja, aber zumindest so sollte sich das anhören, wenn man sich ein Werbeopt-in per E-Mail einholt. Mit einer Aufzeichnung kann man so auch fürs Telefon tun. Wenn die Telefonnummer dann dort bejaht wird in der Aufzeichnung und er telefoniert bereits schon mit mir über diese Telefonnummer, dann ist ja bestätigt, dass die Telefonnummer auch mir gehört. Irgendwie so, aber auf jeden Fall sehr verwirrend. Naja, gucken wir mal weiter zum nächsten Gespräch. Guten Tag. Hallo, Klava Auterbach. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Alicia. Ich rufe Sie von SwissPro, weil Sie bei uns ein Investitionskonto eröffnet haben vor einiger Zeit. Mhm. Okay, so haben Sie Erfahrung, sind Sie interessiert oder nicht? Wie meinen Sie das? Haben Sie Erfahrung am Finanzmarkt mit Investitionen? Nee, habe ich keine Erfahrung. Okay, so da dieser Fall ist, werden wir Sie dem von Ihnen beantragten vollautomatischen System zuordnen. Es wird den gesamten Handel für Sie erledigen. So, Ihre einzige Aufgabe besteht darin, von Zeit zu Zeit online zu gehen, damit Sie Ihre Gewinne überprüfen können. Das System ist sehr effizient, arbeitet mit sehr hohen Erfolgsquoten. Und um Ihnen noch mehr zu helfen, stellen wir einen Kundenbetreuer zur Verfügung. Das ist eine Person mehr als 10 Jahre Erfahrung. So, Sie können das nur mit 50 Euro ausprobieren, um zu sehen, wie es läuft. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie länger bei uns bleiben. Wenn nicht, ist es Ihre Entscheidung. Okay? So, möchten Sie mehr Informationen? Kann mehr Informationen auf Ihre E-Mail schicken? Lesen Sie das alles ab? Ja, okay. So, hier ich habe caro.klabauterbach@md7.de. Ja? Diese E-Mail. Mhm. Okay, ich schicke da mehr Informationen. Okay, schönen Tag. Aber besonders intelligent scheinen Sie ja nicht zu sein. Ja, also wieder so ein komisches Gespräch, was man nicht so richtig wirklich zuordnen kann. Die stammelt sich was zurecht und liest da ihr Skript einfach vor und bietet mir irgend so einen komischen Handelsroboter für 50 Euro an. Aber den Sinn und Verstand dahinter habe ich jetzt irgendwie selber nicht so richtig kapiert. Denn die nette Lady hat hier tatsächlich nur eine E-Mail zuschicken wollen. Tja, zuordnen kann ich die E-Mails leider nicht bei der Masse an Anrufen und der Masse an E-Mails, die hier täglich und regelmäßig bekomme. Von daher habe ich das Angebot jetzt so nicht mehr rückläufig finden können. Aber schon irgendwie komisch. 50 Euro hatten wir hier auch noch nicht wirklich oft. Hin und wieder kommt es mal vor, dass die nur 50 Euro haben wollen, aber ja, also ich sollte jetzt hier dem Anschein nach nur auf eine E-Mail gehen, mir das System angucken und wenn es mir gefällt, da 50 Euro investieren. Ja, und dann bin ich die 50 Euro wahrscheinlich los. Irgendwie so wird es ja sicherlich sein. Aber absolut verwirrend. Ich meine, die wollte ja jetzt hier tatsächlich nicht mal was am Telefon haben. Dadurch ist das Ganze, weiß ich nicht, auch nur so halb illegal. Aber ein illegaler Werbeanruf ist es trotzdem, weil sie hat mir letztendlich eine E-Mail zugeschickt und wollte in der E-Mail ja dann irgendwas verkaufen. Ist halt einfach ein anderer Weg. Ja, aber unseriös bleibt es definitiv trotzdem. Vielleicht war die neu und sollte erstmal üben und irgendwie so. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Vielleicht war die neu. Ich denke, die war neu. So wie die das abgelesen hat, die war bestimmt neu. Ja, guten Tag. Hallo, Herr Steiner. Guten Tag, Herr Steiner. Mein Name ist Nikita Enkelmann. Sie haben sich vor kurzem auf unserer Plattform Secret App für Onlinehandel angemeldet. Ist das richtig? Nee. Also haben Sie Ihre Daten nicht hinterlassen? Genau. Okay, weil bei mir steht im System Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Name, Ihre Telefonnummer. Ich weiß nicht, wie die da hinkommen. Wird wohl irgendjemand angegeben haben, aber nicht ich.
Haben Sie nichts angegeben? Nein. Sind Sie sicher? Ja. Okay. Und interessieren Sie sich über Onlinehandel? Nö. Überhaupt nicht? Nein. Wollen Sie vielleicht Informationen darüber zu hören? Nein? Überhaupt nicht. Hab ich Ihnen doch gesagt, klar? Ich habe mich nicht angemeldet. Okay, das habe ich schon verstanden. Okay, aber Interesse haben Sie keine überhaupt, das Geld zu verdienen mit dem Onlinehandel auf dem Finanzmarkt? Also ich frage mich jetzt, wo das Problem liegt. Ich habe Ihnen doch die Frage jetzt in 20 verschiedenen Varianten beantwortet. Okay, nein, alles klar, habe ich verstanden. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich mir auch immer. Freut mich. Tschüss. Ja, also, weiß ich nicht. Manche Betrüger brauchen wohl eine Extrawurst und man muss es denen dann wirklich in 20 verschiedenen Sätzen sagen, dass man das nicht will. Irgendwie kurios. Ich hoffe, euch haben die vielen kleinen Telefonteile wieder gefallen. Falls ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer mag? Und falls noch nicht getan, abonniert gerne den Kanal, am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal haben. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.